Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Ja, so sieht's aus. So, wir wollten irgendwas. Wollten wir nochmal machen? Wir wollen Opfer für der Keto holen. Genau, Keto war der Tempel, den ich außen gebaut habe, oder? Nee, da haben wir noch gar nichts ausgebaut. Noch besser. Oh, was anderes. Wir haben einen sumerischen Kämpfer, der jetzt fertig ist. Den stelle ich jetzt hier hin. Ja. Und dann müssen wir ja dem einen Namen geben. Ja. Es gab einen einzigen Namensvorschlag. Nein. Nein, Mathilde, du sagst das falsch. Es gab so viele, aber wir konnten uns nur für einen entscheiden. So, genau. Also, es gab eigentlich zwei Namensvorschläge. So. 2000. Genau, 2000 Vorschläge gab's. Und von den 2000 haben wir uns für 1000 entschieden, die zufälligerweise alle dieselben sind. Und zwar war Fives und 99, nein, keine Ahnung, als Vorschlag, weil wir so ein bisschen auch Star Wars Fans sind. Jetzt müssen wir nur an der Stelle eine Kleinigkeit gestehen. Willst du? Wir haben Clone Wars nicht geguckt. Also mir ist das überhaupt nicht peinlich. Ich bin nämlich so einer von diesen komischen Leuten, die eigentlich nur die alte klassische Trilogie gut finden. Nee, das machen wir jetzt hier nicht auf. Das wird zu lange dauern. So, das heißt, Fives und 99 sagen mir zumindest so absolut rein gar nichts. Aber das sind welche von den Vorschlägen. Und wir haben gesagt, wir benennen hier den Typen nach euren Vorschlägen. Und wir haben uns jetzt für 99 oder 99 entschieden, weil da habe ich wenigstens noch die Verbindung zu Brooklyn 99. Genau, auch so eine Serie, die man halt mal guckt. Die ist auch lustig. So, ja, dann stell ihn auf. Ach schon. Da ist er ja. Andersrum Order 66, aber egal. Aber der hat schon mal ein gutes Schwert aus Sternmetall. Das haben die Zeneri ja doch immer. Ach, du nimmst ihn gleich mit. Okay. Ja, ich nehme ihn gleich mit. Muss er sich noch bewähren bezüglich einer Rüstung? Nee, das machen wir nicht nochmal. Haben wir noch gute Reserverüstung hier? Musste mal gucken. Im Zweifelsfall ist in meinem Schrank unterm Dach auf jeden Fall eine gute Rüstung. Wenn du verlierst die, das ist nämlich eine legendäre Rüstung. Sonst musst du mal gucken, was da ist, noch ein höher. Da im Schrank. Oh, aber es ist eine warme Rüstung. Schwitzt der nicht? Ja, das ist ihm doch egal. Ach komm, er kriegt hier einen aquilonischen Helm. So einen schönen Waffenrock. Ich bin schwer, jawohl. Denk dran, mir im Zweifelsfall meine Klamotten zurückzugeben, ne? Also wenn da das Lila drum ist, dann sind das meine Sachen. Ach so. Und wenn die verloren gehen, dann faule ich dir den hinter. Hier unten sind sonst auch noch ein paar vernünftige Klamotten. Warte, dann braucht der. Guck, zimmerische Stahlschild. Hier ist noch eine. Nee, du hast hier genug Sachen gehabt, die nicht diese tolle Umrandung hatten. Das reicht ja für ihn. Du hast ein komplettes Waffenset halt gehabt, ohne diese Umrandung. Ohne das Epische. Okay. Er legt dir als Dank seine Ausrüstung in deinem Schrank rein. Die kannst du gerne zerlegen. Nee, das. Behalte deine garstigen. Das ist ihm wichtig. Das ist nein, wichtig. Dann pack das in deine Sachen. Egal. Hast du dein der Keto-Messer dir aus deiner Ablagetour geholt? Keto-Messer? Der Keto. Warum heißt denn der Keto? Der Ketos Kuss, ja. Das hast du dir zurechtgelegt. So, mit oder ohne Hottehüs? Wie weit? Also, ich würde vorschlagen, wir beginnen im Brum-Brum-Tempel. Brum-Brum-Brum. Vom Brum-Brum-Tempel. Ja, nimm mal Pferd mit. Vielleicht finden wir ein bisschen Eisen und so. Das ist immer so schwer. Nee, Pona will ich nicht.
vom Brummbrumm-Tempel könnte man nach Süden reiten und dann sozusagen an dem alten Fluss lang bis hinten zu den Abschaumtiefen und dann schlachten wir uns da so einfach durch die Gegend. Oh. Hast du im Zweifelsfall etwas Eisen, um der Ketus-Kuss zu reparieren? Nee, aber das finden wir bei dem Brummbrumm-Tempel. Okay, da die haben bestimmt Eisen und Kohle und so einen Scheiß, was man da. Hast du dein Pferd? Ja, und ich sehe gerade. Bei dir muss man. Das Gebiss. Oh, bei dir muss man das mehrfach sagen. Ja, ich mache mir doch nur Sorgen um meinen kleinen Heinrich. Der ist manchmal nicht so ganz selbstständig. Ich ernte gerade einen bösen Blick. Warum laufe ich überhaupt? Das weiß ich nicht, das habe ich mich aber auch gerade gefragt. Attacke! So, das Pferdchen stelle ich aber draußen. Burglein, ach, hier waren nein. Wir schon so lange nicht mehr. Nee. Das ist irgendwie ganz schön, auch mal wieder hier zu sein. Mit dem Tios töte ich die Viecher, also easy, ganz mit einem Schlag. Ey, du sollst aber nicht mich umreiben. Ach, wieso hole ich überhaupt sowas wie Pfeil und Bogen raus? Ich versuche sie auch mal tot zu reihen, vielleicht geht das ja. What's up? Splitter des Unwissens. Ich weiß gar nicht, bringe ich die um? Naja, bring sie um. Nee, es ist eine Frage, ich sehe es nicht. Ich habe hinten keine Augen, aber es scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Keine Ahnung, die lagen auf jeden Fall schon im Bereich. Achso, das ist ja meiner. So, ich muss den Dolch nehmen und die Leute töten, ja? Hm. Aber die haben ja nur Mist hier. Wir wollen ja uns noch viele schöne Tempel bauen. Ach, ich wollte gerade sagen, wir könnten aus den Gliedmaßen einen Umhang bauen? Totems bauen. Aber das geht ja nicht in dem Spiel. Ich war gerade bei The Forest. Da sind deine Leichen. Ich hol die nächsten. Jetzt sammeln sowieso das gleiche. Feuer. Ja. Ah! Erster Wehr! Ach, du hast ja ein Pferdchen mitgenommen. Ja, stimmt! Ah, das nervt! Ja, das komm mal her, du Pferd! Wo hast denn deins abgestellt? Vorne rechts. Vorne rechts. Ach, ich mach's hier außen. Komm mal her, Plötze. Ist ja nervig. Aber wenn ich jetzt zurücklaufe, hast du wahrscheinlich schon alle getötet, ne? Wir sammeln sowieso das Gleiche. Ja, ich find's so krass. Früher hatte man hier echt Mühe gehabt beim ersten Mal, sich hier durchzukämpfen. Und jetzt laufen wir hier quasi... Ja. Ein hübscher Spaziergang. Ja, so ein netter Sonntagnachmittag-Spaziergang.
Ah, ich habe vergessen, meinen Typen was zu essen zu geben. Das fällt mir gerade ein. Ich glaube, da, wo wir uns bewegen, dürfte das kein Problem sein. Ja, schätze ich ab und zu lassen die ja auch hier Dings fallen, hier so Trockenfrüchte oder sowas. Ja. Oh, ich habe hier eine große. Daran denke, wie Schiss wir hatten vom ersten Mal Brummbrumm-Tempel. Ja, das kannst du echt keinem erzählen, ja. Oh, hier war ein bisschen mehr Licht, das ist dunkel. Jo, ich hab die eine Seite durch, Ja, ich auch. Das hab ich mir schon gedacht. Dann sind wir schon fertig hier. Hm. Ah, in der Mitte sind doch noch ein paar Jungs. Oh, wir sind noch drei. Ist ein Dekomüll noch mitgenommen? Du gehörst ja gar nicht zu mir. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Silbermünzen gekriegt. Ich nicht. Sowas Tolles ist mir hier versagt geblieben. Ja. Sind wir hier durch, ne? Ja. Klingt bedrohlich. Total. Hier oben, wenn wir rauslaufen, gerade. Da geradezu, ne? Geradezu, ja. Links und rechts waren ja auch welche. Mhm. Aber ich hol mein Pferdchen. Ja. Jetzt finden wir es nie wieder. Genau das. Das ist meins. Oh. Aber egal. Da, nein, nimm deins. Ah. Nö. Wo bist du? Ach, da, guck mal, da leuchtet es schon. Ja, ich gehe nach links, du kannst ja rechts die auseinandernehmen. Okay. Stelle ich aber plötzlich extra ab. Ja, ich sehe auch Beute. Autschi. Sonst könnten wir auch alternativ zur schwarzen Hand reiten. Da war nämlich auch noch eine ganze Menge. Ja. Ey, Vogel! Scheiß Vogel. Also bei mir waren hier nur 4 Leute. Ja, ich glaube bei mir waren es 5. Ich finde die andere Leiche nicht. Hm. Ach, hier stehen noch deine Fackeln, ne? Ja. Krass, dass sie immer noch existieren. Oh, hier ist einer. Scheißvögel, ich boxe euch zu Tode. Hast du gesehen, wie ich hier alles niedergeboxt habe? Jo. Ich bin auf die schwarze Hand, finde ich irgendwie ganz nett.
Warte, die geben nur schmackhaftes Fleisch. Das ist Zaleto. So. Ja, komm, gib mir mein Pferd. Auf, ab, auf, ab. Oh, ich nehme noch mal ein paar Eier mit. Hör doch mal auf, mein Pferd zu nehmen. Warte, ich wollte noch ein paar Eier sammeln. Kann man nämlich mit Honig glasierte Eier draus machen. Lecker. Ja, oder was Schönes kochen. So, wie kommen wir jetzt zur Schwarzen Hand? Einmal in die andere Richtung. In Richtung der aufgehenden Sonne. Ich weiß, das war auch noch relativ groß. Ja. Das ist auch schon ganz lange her, dass wir da waren. Und ich weiß, dass wir, glaube ich, gerade so mit dem Leben davon gekommen sind. Dann ist es echt schon lange her. Also vor 2 Folgen. Ach komm, das sind nur 2-3 Leute, lass uns weiter. Ja, okay. Ja, ich will hier nur so rumreiten. Hallo, Idioten! Ja, bau! Warte mal, halt. Hä? Du hast gesagt, ich soll anhalten? Ja. Was ist denn? Ich hab grad... Nein, nein, ist nicht hier. Ach, der kommt schon. Der hat sich bestimmt irgendwo verkämpft. Da ist, da er, ist doch. Er doch. Na, endlich. Oh, warte mal. Warum hast du keine Waffe in der Hand, Junge? Weil die nicht, ah, jetzt aber. Waffe. Kämpf! Töte den Gerber! Ja, super gemacht. Bin stolz auf dich. Okay, wir können weiter. Okay, Moment. Ach, Steinnasen. Ja, die haben uns damals ganz schön erschrocken. Oh ja. Irgendwie. Ja, gab es nicht links hier gleich irgendeinen Aufgang? Bestimmt. Links oder rechts? Ist ja eigentlich. Ach, rechts. Ach, rechts. Rechts. Aber ich würde die Pferdchen hier unten abstellen, weil ich finde die immer sehr nervig. Oh nein, ich schwimme. Schwimm doch nicht. Nein. Ich glaube, ich habe dein Pferd jetzt. Bleibeigene sind hier nicht zulässig. Oh Mann. Bleibeigene sind hier nicht zulässig. Ah, hier. Die wollen da auch noch ein bisschen Spaß haben. Echt, ey. Ah, wenn ich die ganzen Arme mit rumschleppe, dann bin ich schwer. Überraschung. Genau. Boah, hier kommen raus damit. War keine Sau.
So, bin ein bisschen leicht. Das freut mich. Ist schon vorgerannt? Ja, ich warte hier vor Rampe. Das ist ja nett von dir. Und jetzt jammerst du ja wieder, dass ich dich alleine lasse. Ja, weil du schon 100 Meter weiter gerannt bist. So, jetzt kommen wir gerne weiter. So lange du auch. Ich muss mich nochmal reorganisieren. Eieieiei. Ach, und jetzt rennst du vor. Schau. Achso. Ich warte hier auf dich. Ich wollte nur hier vorne hochlaufen. Ja, mach mal. Ich schlachte mich hier hin. Hey, der beachtet mich ja gar nicht. Hey. Der hat gezielt dich angegriffen. Rechtags. Ich war doch nur gerade dabei, seinen Kumpel zu schlachten. Attacke! Bleibst du mal stehen, du blöde Kuh! Oh, ein Zuchtmeister! Na, mach mal, Jungs. Oh, hier ist ein ganzer Haufen. Eieieiei. Meine Güte. Oh, das wird der jetzt doch schon. Ah, ich kämpfe ohne Schwert, ja, weil ich. Aua, aua, Leute. Aua, aua, aua. Ich muss mich taktisch zurückziehen. Ja. Ich habe zu viel Aua weh. Kann doch gar nicht sein. Na, wenn so ein ganzer Haufen auf dich einkloppt. Ah, es ist einfach zu viel. Schalte nichts aus hier. Ich blute. Warum blute ich? Hör auf zu bluten. Ich hab dafür keine Zeit. Würde Dutch jetzt sagen, aber der ist ja tot. Ah, du bist auch noch da. Das ist cool. Nein, nein. Dass ich Eisenwaren habe zum Reparieren. Hey, ich stehe hier auf irgendwen. Gefährlich. Nein, die Leiche fällt runter. Ah, toll. Oh, hier macht einer Liegestütz. Cool. Oh, das ist von Chaka aus Jordanien. Das ist aber gut. Ah, die Typen mit den Dolchen, ne? Die gehen mir echt auf den Sack. Oh oh. Was denn? Oh oh. Ich geh kurz. Nee, ich geh. Okay. Für die, die sich wundern, es hat sich gerade jemand aus dem Schlafzimmer gemeldet. Die wollen da wen töten. Aber erstmal töte ich dich.
Ja, so ist das manchmal. Oh, ich glaube, hier wollten die gerade jemanden über die Planken gehen lassen. Hast du sie noch im Blick? Ja, klar. Ah, ich wollte gerade fragen, wo du bist, aber ich höre einfach, ich folge den Kampfgeräuschen. Bleib oben! Na toll! Vorne gefallen, sehr gut. Was denn? Ach, ist noch oben geblieben? Ah, hier hängt einer. Ach, das ist Leto. Ja, das ist Leto. Der hängt da so rum. Na gut. Mal das ganze Menschenfleisch hier ab. Ich hab so viel Menschenfleisch. Ja, mich hat hier gerade jemand angesprochen. Nein, schmeiß mich nicht runter! Ich habe das Banner der schwarzen Hand erlernt. Hm, egal. Wenn du noch ein paar Arme brauchst, ich habe noch ein bisschen. Uff, nö. 3 Kilo leckeres Armfleisch. Sehr schön. Mann, hier oben ist aber ganz schön was los. Ich glaube, das war eine gute Idee, hierher zu kommen. Ja, glaube ich auch. Die haben auch ein paar Eisenbahnen. Ja. Alter, oh. Autsch. Du sagst oh. Wieso sagst du oh? Ich hätte es nicht viel geglaubt, aber irgendwer hat mich fast zerknüppelt. Scheiße. Oh, jetzt aber. Ja, nein, hat's gerichtet. Nein! Oh. Ihr wollt Stress? Einer ist runtergefallen. Ich hasse es, wenn die runterfallen. Ja, ist voll die Verschwendung. Echt, ey. Oh, hier unten noch irgendwas Schönes. Hat man sie vollkommen umsonst getötet. Voll doof. Irgendwo schießt jemand. Ah, da! Also ich habe schon über 50 von diesen Splitter. So unerfüllte Splitter. Hey, wenn ich hier loote, habe ich keine Zeit zum Kämpfen. Ist ja frech von diesen Typen. Ey. Keine Manieren. Ja. Unmöglich. Hast du schon. Ja, manchmal verschwinden die nicht, wenn man sie da so erntet. Hm. Waren das ja alle? Nö, da drüben geht's noch weiter. Ja. Warte, ich meine, wie viele brauchen wir davon? Keine Ahnung, wir haben ja mehr als eine Verbesserungsstufe vor uns, also sind schon noch ganz viele.
Hallo, ist er zu Hause? Ach, das ist doch gar nicht meine. Ich dachte, das wäre jetzt Nein-Nein gewesen. Ja, manchmal ist es schwer, hier einen Überblick zu behalten. So, bleib mal hier kurz stehen. Nein, nein, ich muss dir mal ein bisschen was abgeben. Nee, das wiegt nicht so viel. Ja. Die ganzen Eisenbahren nehmen echt Platz weg. Aber schon 54 gefunden. Start running now and I want to kill you. Da ist noch ein Träger. Da sind voll viele Träger. Ja. Zwei habe ich schon gekillt. Bin mal gespannt, ob sich das gelohnt hat oder ob das einfach nur wieder Knochen oder so ein Scheiß ist. Ja. Wie das letzte Mal. Da hatte ich tatsächlich einen Träger und in den Nachschubmaterialien 1000 Stücke. Na, Stücke waren es. Aber die kann man ja auch gebrauchen. Ja, ja. Man kann ja eigentlich alles gebrauchen in dem Spiel, oder? Außer Menschenfleisch. Wobei, das könnte man auch kochen. Ja. Also aber rein theoretisch könnte man auch. Ist mir zu schwer. Das Menschenfleisch. Wird man hier mit Brot geworfen. Da. Wirf nur nicht vergessen, nachher unsere Pferdchen abzuholen. Stimmt. Also, die hast du schon wieder voll vergessen, ne? Nein, nein, aber zum Eifer des Gefechts. Ach komm, Mensch. Ja, ich bin mittlerweile hier echt so ein Deko-Fan. Ja, ja. Ich nehme schon Farben mit, Kerzen. Farben nehme ich immer mit. Echt? Ich habe sie früher mal liegen lassen. Was glaubst du, warum wir so viele Farben haben? Weil ich sie meistens nicht mitgenommen habe, keine Ahnung. Ja, ich nehme die aber mit. Ich glaube, ich muss demnächst mal ein bisschen was abgeben. Das mache ich schon nebenbei. Oh, die Wache des Reisenden. Aha, welcher Reisende? Oh, die waren wir gar nicht. Schande. Wir gleich um die Ecke und hier waren wir nicht. Ja, wahrscheinlich waren wir so fertig von der schwarzen Hand. Muss aber sagen, so macht das auch Spaß. Ja. Sich einfach mal ein bisschen durch die Gegend schlachten, ist ja auch mein. Ne? Ja, so Diablo-Style. Oh, ich bin überbelastet. So, Leto. Ich habe schon ganz schön viel Feuerwasser eingesammelt. Da war es noch vom letzten Mal drin. Das weiß ich nicht. Ich habe aber auch Feuerwasser mit. Ich glaube, wir sind durch hier, oder? Ja. Ach nee, das ist nicht. Nee, die habe ich schon abgeerntet. Okay. Ja, hier ist auch keiner mehr. Hallo.
Haben wir alles getötet? Ja, die war schon extrahiert. Hallo. Konnte man nicht noch da irgendwo hochgehen? Oder runter? Ich glaube, ganz oben waren wir schon. Ja. Jetzt gehe ich einmal kurz. Ach, der Zwerg wieder. Hm, wird A gesagt. Er will auf die Fresse. Ja, nun sind wir allein. Tja, nichts zum Schlachten. Oh, da sind sie wieder gespawnt. Gleich mal besuchen. Das ist aber nett von euch, dass ihr wieder da seid. Hey, nicht vorbeirennen! Ich bin Richtung Ausgang. Okay. Da sind wieder drei gespawnt. Oh. Cool, eine Nashorn-Kopfsuppe. Hm? Oh. Ja, was man nicht so alles findet, ne? Ich hab ja auch ein paar neue Jungs, die Stress wollen. Oh, jetzt, aber jetzt habe ich eigentlich nicht. Oh, jetzt sind aber alle wieder da. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe, alle nochmal abzuschlachten. Nee, ich nicht mehr. Ich guck hier nochmal. Hier ist nochmal ein, zwei Leute. Guck mal hier gerade, wo es zum Ausgang geht. Da vorne, glaube ich. Ah, scheiß Tänzer. Ich glaube, für heute haben wir genug geschlachtet. Ja, ich mache jetzt gerade nur noch die, die hier angerannt kommen. Also die sich freiwillig melden, ja? Ja. Ich bin ja gerade eigentlich nur noch auf dem Ausgang, auf Ausgangssuche. Du bist überlastet. Dann schmeiß ich dieser mal... Dieser Stress ist einfach zu viel für mich. Ich bin eh voll, also... Upsi, schwupsi. Wo ist denn der Ausgang vorne? Ach, schießt noch ein Freiwilliger. Wenn die sich freiwillig melden, kann ich ja da nichts gegen tun. Das ist richtig. Und ich glaube, jetzt muss ich nochmal gehen, ne? Irgendwie ist der Zwerg heute... Ja. Nicht so schlafwillig wie sonst um diese Uhrzeit. Aber so ist das mit einem kleinen Kind. Mal klappt's besser, mal weniger gut. Deswegen auch nochmal sorry, dass die Folge einen Tag zu spät kommt. Aber gestern war so ein Tag. Wir wollten einfach nur auf der Couch sitzen und unsere Ruhe haben. Aber zumindest diejenigen von euch, die schon sich vermehrt haben, wie wir, die kennen das ja. Aua! Ach, leck mich doch, ich geh's gern. Wer hat sie vermehrt? Wir. Ah ja, stimmt. Ja, ich bin unten. Und du? Ich arbeite dran.
Ja. Dann würde ich sagen, schlachte dich mal runter. Ja, ich muss nur noch runterlaufen. Jetzt wird jetzt nicht mehr. Oh, oh Gottes Willen. Das sieht so gruselig aus, wenn das Kind in die Babykamera schaut in dieser Nachtsicht. Wie so beim schlechten Horrorfilm. Ja, weil du siehst halt nur diese großen Augen und die Pupillen sind ja nun mal. Ja, die leuchten. Das ist ein bisschen creepy. Du rennst übrigens in die falsche Richtung, wenn du zu deinem Pferd bist. Ich wollte ein Bild mit einem Anker haben. Ich finde das toll. Oh, okay. Guck mal, willst du mit aufs Bild? Ja. Könnte mal als Thumbnail benutzen. Sieht sehr cool aus mit dem Anker. Nee, du musst mal mehr nach zur anderen Seite. Ja, dahin. Sehr schön. Leto, du stehst scheiße, aber es ist okay. Es ist okay, Leto. Das ist ein gutes Thumbnail, glaube ich. Okay, warte mal kurz. Yeah. Okay. Noch geiler, geiler, oder? Warte mal. Wir könnten es ja richtig geil machen. Hier, ich nehme den mal. Komm mal her. Kann man den drehen? Oh, nicht zulässig. Ich hasse es. Fick dich. Warte mal. Geh mal ein bisschen in die Richtung. Ja. Jetzt ist das blau, weil ich so durchs Wasser mache. Das sieht auch geil aus. Weil du so durchs Wasser machst? Ja, guck mal. Ich kann rauszoomen. Guck mal bei mir auf dem Bildschirm. So sieht's gut aus unter Wasser. Ach so! Ja gut, haben wir geklärt. Und ich glaube, gleich kommt ein Sandsturm. Oh ja, das glaube ich auch. Gut, damit soll es gewesen sein. Wir verabschieden uns für heute. Jo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Genau, im Namen von der Ketu. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg und werden an dem Tempel bauen. Keine Bange, wir werden ihn nicht aufrüsten, während wir offline sind. Nee, weil machen wir online. Ja, also zumindest, dass wir dann das in Auftrag geben, würde ich sagen. Ja, okay, ja. Vielleicht haben wir auch mal wieder die Muße, ein bisschen zu bauen. Ja. Mal gucken. Ich hoffe, du hast dran gedacht, deine Sandsturmmaske aufzusetzen. Ja, habe ich. Achso, wir wollten uns verabschieden. Ja, gut. Ja, wenn es euch genau gefallen hat, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren und, keine Ahnung. Bier spendieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.